Mode im alten Ägypten. Das Leben der alten Ägypter unterschied sich in vielerlei Beziehung vom Leben der modernen Menschen. Allerdings gibt es auch überraschend viele Parallelen. Den Alltag der einfachen Menschen vor so vielen Tausenden von Jahren besser verstehen zu lernen, schlägt eine Brücke zwischen den Zeiten. Schmuck war bei Ägyptern aller Schichten der Gesellschaft äußerst beliebt. Männer und Frauen trugen Ohrringe, Ringe und Armreifen. Wie viel Schmuck man trug und wie kostbar dieser war, hing vom sozialen Stand ab. Die einfachen Leute liebten Perlenhalsketten, einfache Armreifen und Lederfußbänder. Bunt bemalte Keramik und Glaspasten waren äußerst populär. Der Schmuck der Eliten bestand aus Gold, Silber und kostbaren Halbedelsteinen. Da das Gold nie seinen Glanz verlor, wurde es mit dem Fleisch der Götter gleichgesetzt. Besonders beliebt waren üppige Colliers. Die aus vielen Materialien geformten Perlen stellten oft Tiere oder Blumen dar. Das sanfte Klirren des Schmucks sollte die Götter besänftigen. Trotz der stilisierten Formsprache verraten die Malereien der Grabkammern viel über modische Vorlieben im alten Ägypten und deren Wandel. Die alten Ägypter nahmen die äußere Erscheinung sehr ernst und widmeten sich Themen wie Mode, Haartracht, Schmuck und Körperpflege äußerst gewissenhaft. Altägyptische Kleidung wurde fast ausschließlich aus diversen Qualitäten von Leinen hergestellt. Das Leinen war meist weiß. Man schlang sich die Stoffbahnen üblicherweise um den Körper. Es gab allerdings auch geschneiderte Gewänder. Reiche Männer trugen lange Tuniken, Lendenschurze oder Röcke, während die ärmeren Männer nur mit Lendenschurzen bekleidet waren. Die Frauen trugen lange Gewänder. Die Qualität des Stoffes hing vom sozialen Stand ab. Die meisten Ägypter gingen barfuß. Allerdings gab es auch Sandalen aus Papyrusfasern oder Leder. Kosmetika wie Mittel gegen Körpergeruch oder schlechten Atem waren ein wichtiger Bestandteil der täglichen Körperpflege der Ägypter. Die sowohl von Männern als auch von Frauen genutzten Kosmetika dienten neben der Verschönerung auch der Pflege und dem Sonnenschutz. Roter Ocker, ein natürliches Mineral, war das einfachste Mittel, um Wangen und Lippen rot zu färben. Henna wurde zum Färben von Nägeln, Lippen und Haar eingesetzt. Reichere Frauen schmückten zudem ihre Handinnenflächen und Fußsohlen mit Henna-Ornamenten. Die alten Ägypter schrieben Kajal magische Kräfte zu. Der damit gezogene Lidstrich diente als Sonnenschutz und als Schutz vor Augeninfektionen, die bei Kontakt mit Nilwasser drohten. Ein spezieller grüner Kajal aus Malachit wurde nur bei Zeremonien oder religiösen Ritualen aufgetragen. Frauen trugen ihr Haar lang und häufig zu Zöpfen geflochten.
Reichere Frauen schmückten sich mit geschnitzten Kämmen oder Haarnadeln. Das Haar der Männer war meist schulterlang. Während der dynastischen Periode schor man sich kahl, eine Mode, die von den Eliten eingeführt und bald auch vom einfachen Volk übernommen wurde. Die Königin Hatschepsut trug einen Schmuckbart, als sie zur Pharaonin wurde. Perücken waren sehr beliebt. Man trug sie an Festtagen oder um graues Haar oder Kahlheit zu verbergen. Befestigt wurden sie mit Bienenwachs. Die kostbarsten Perücken waren aus menschlichem Haar und dem Adel vorbehalten. Einfachere Perücken bestanden aus Leinen, Wolle oder Tierhaar. Bis zur Pubertät blieben Kinder meist kahl geschoren. Den Mädchen ließ man einige Strähnen. Die Jungen trugen einen geflochtenen Zopf an der Seite.